Ja, servus und willkommen zur Gruppentherapie. Ich bin euer Therapeut Mac Burago und diese Therapie ist kostenlos. Wir sind über Let's Play Far Cry 4 und momentan ein bisschen planlos. Eigentlich wollten wir zu Lingus die letzte Folge. Die Mission wollten wir eigentlich machen, aber da kam wieder mal ein Überfall von der Royal Army aus in die Quere. Persönlich kacke. So, mal gucken, ob wir hier noch ein bisschen was mitnehmen hier. Aber nicht in der Form, sondern nur in... Befummeln hier. Ja, schade. Brauchen wir also auch nicht. So. Gucken wir mal, irgendwo ein Fahrzeug. Nee, Fahrzeug haben wir nicht. Nur wegen dir konnten wir den Außenposten. Ja, ich weiß. Ich bin immer. So. Machen wir einen Fußweg. Nicht hier lang. Aber die irgendwie runter müssen wir kommen. So, eigentlich wollten wir hier mit dem lustigen Quad fahren. Lassen wir mal mit dem Quad fahren. Wir lassen den Quatsch mit dem Quad. Und runter hier. Okay. Also, mal die Variante. Gehst dann spontan über die lustige Brücke hier. Hoppala, da ist wieder das. Da ist wieder die Karma. So. So schnell kommen wir zu Karma-Missionspunkte. Der Grille wäre jetzt, wenn noch ein Bär kommt und... Fett der epische Kampf da. So, ich bin die mal los, weil da sind ein paar Bären. Damit meine ich keine Brombeeren. Ein Ex-Bär, würde ich sagen. So. Kurz drauf gehalten. Kurz und schmerzlos. Hier, mein Auto. Wieder eine Meierbahn. Modell klapprig. Wo rennt ihr da hinweg? Na, dann rennt ihr mal weg. Oh. Hörst du mir zu? Du blödes, ungeficktes Scheiße einer sibirischen Bergziege, du Arschlocke. Okay, das ist ja gut zu verkehren. So, nächste Mission steht an. Ein paar Pakete müssen. Genau, Pakete. Wir haben bei einer Lieferung Pakete verloren. Das ist schlecht. Ich schicke dir die Koordinaten. Willst du, dass ich Verstärkung rufe? Nein, nein, nein. Bitte nicht. Das ist. Meine Schuld. Aber ich brauche deine Hilfe, um aufzuräumen. Ich finde es. Okay, wir steigen trotzdem mal kurz aus. Ich habe hier gerade noch was Spannendes gesehen. Was war das hier? Ein Plakat. So, das nehmen wir natürlich schön mit, das Plakatchen. So, und jetzt aufsteigen. Oh, schöne kleine Rundflug jetzt hier. Wieder Pakete einsammeln. Eins ist da hinten, das sieht man ja schon. Ja, sieht man nicht, man sieht halt nur den Questmarker. Die Frage ist, oh, diesmal sogar drei. So, da habt ihr jetzt mal ein Problem zum Spielen hier. So, wir können das Ganze auch so machen hier, Jungs. Dann macht es nicht mehr Spaß. Okay, wir kommen nicht drum rum, wir müssen damit kämpfen. Okay, das heißt, wir müssen landen. Wenn wir ein bisschen abseits landen müssen. Oh, wir sind unten. So. Da haben wir die Sache auch geklärt. So. Ein schickes neues Gebiet, werden wir gleich beobachten hier. Ja, der Tod. Entschuldigung, hat mich unterbrochen. War unhöflich. Das Schlimme ist... Okay, bisschen doof, wenn man nichts sieht. Aber da hat er auch sein Lämpchen nicht angemacht. Muss man ja einfach mal zugeben. So, da geht's klettermäßig weiter.
Okay, da haben wir ein bisschen was zum Piepen. Ein bisschen was zum Durchsuchen. Bisschen was zum Mitnehmen. Es sind nur noch zwei übrig, aber es sind überall Wachen. Sei besser vorsichtig. Okay, dann sind wir halt vorsichtig. Und rauf da. So, wo geht's dann weiter? Irgendwo draußen müssen wir hin. Wir können nochmal einen Blick hier lang runterwerfen, wo das hier eigentlich hinging. Aber dann wären wir wahrscheinlich auch da angekommen, wo wir angekommen sind. Ah, nee. Das wäre Sackgasse. Auch shit. Aber gut. Wir haben ja draußen unseren Kopter geparkt. Den werden wir gleich mal ein bisschen benutzen. Aha. Machen wir zu schnell. Ich wollte hier nur durchsuchen. Lichtlein aus, Kopter suchen, weiterfliegen. 150 Meter, ist eigentlich fast um die Ecke. Lohnt ja schon gar nicht mehr zu fliegen. So, laden wir den Freund mal schnell nach. Ja, schnell im Nachladen hier. Rauf und hoch. Es geht ja mehr oder weniger darum zu gucken, wo das Ding ist, wenn man da nicht sinnlos. Glücklicherweise auch gleich eine Gebetstrommel. Okay. Die drehen wir natürlich, wenn wir schon mal dabei sind. Oh, der Feind ist jetzt hier. Das hat einmal kurz geknallt und dann war das Thema mit dem Feind erledigt. So, Handelsposten, Preise reduzieren, das ist super. Mag ich ja persönlich. Ja, genau, findet raus, was das war. So. Das ist schön, wenn ihr so dämlich seid. Die kommen schön raus und da brauchen sie nur eins übergebraten kriegen. Technisch gesehen müsste es ja mindestens noch einer sein, weil die haben ja geredet. So, da hört man schon piepen. Ah, da haben wir. Einmal kurz hinhocken, interagieren bitte. Zweites Paket geborgen. Nur noch eins. Das machst du sehr gut. Ich habe bloß das Gefühl, dass da irgendwas faul ist, immer noch. Du bist gleich nur noch ein Bastard. Okay. Oh, wir können Fähigkeitspunkte verteilen. Warum? Ich fand, da war der richtige, weil der war nicht schwer, der war einfach umzunieten. So. Können wir das Geld noch einklauen, ja? Nur hier ist diesmal kein Geld. So, da mal den Kopter. Und rauf geht's auf den Kopter. Ist jetzt nicht so weit, sind 400 Meter. Oh, olala. Olala, der halt Weltfee. Direkte Linie. Einfach mal schauen. Ah, sieht man, wie so ein bisschen die Kran aufbaut. War dann noch ein Tick zu weit weg. Wichtig ist, dass man den Kopter behalten, weil damit kann man wahrscheinlich schnell und einfach dann abliefern. Und raus hier. Die Frage, wo der da hin will. Jetzt ja auch weg. Bleib mal eine kurze Heilung reinpfeifen. Kann nicht schaden. Beziehungsweise den Stock aus dem Arm ziehen, weil das nervt. Jo. So kriegt man dann auch gebacken. So, mal gucken, was der dabei hat. Vielleicht ist es ja was Nützliches, was man brauchen kann. Gewagtes Foto. Die Frage ist von ihm oder seiner Freundin. So, was hat er dabei?
Prepaid-Karte. Warum echt bloß mein Handy? Was hast du hier für Fehler gemacht? Antibabypille, die Frage, die hättest du eher lieber deine Frau geben sollen. Das ist ein Seil. Ich hab ja eine Vermutung. Was steht denn hier Feines? Einsamer Planet Kyrat, ja. Meine Vermutung ist einfach. Genau, das Paket ist irgendwo hier unten. Können wir Licht anmachen? Nee, können wir nicht. Ja, ach so, Licht ist schon an. Wir wahrscheinlich ganz runter tauchen, weil der Scheiß bestimmt irgendwo hier unten drinnen liegt. Ah. Wieso was hasse ich solche Suchmissionen? Da kriegst du eine Krise. Oder. Die Frage ist, wo ist das Päckchen? Ich habe noch eine Vermutung. Alles Ausgang nach oben. Mal gucken, ob er da oben vielleicht ist hier. Ja, dann suche ich oben vielleicht, wenn Arsch ist. Ne, hier sieht es nicht aus, als würde es ja ein Päckchen geben. Also wieder runter. Okay, da mal ihn liegen. Ich glaube, wir hier oben mal ein bisschen umschauen. Man hört es ja piepen. Es ist ja nicht so. Die Frage nur wo. Man hört es ja, wie gesagt, schon piepen. Die Frage. Okay. Das war wohl. Wahrscheinlich hier irgendwo. Ah, da ist es. Ah, müssen wir doch mal nach oben wieder. Bevor wir verrecken. Oder so, unten jetzt. Das Ding im Auge behalten. So, bring das Paket zurück. Ah ja. Ich hab das letzte. Perfekt. Und jetzt bring sie bitte schnell her. Ja, schnell. Du bist gut. Erst versüffst du, verbummelst du, dann soll ich mich auch noch beeilen. So. Wo müssen wir denn hin? 300 Meter. So. Okay, da müssen wir hin. Zum Glück haben wir einen Kopter dabei, da braucht man nicht so viel laufen, weil ohne das wäre das Ganze nicht schaffbar. Ach, schöne Fabrik da. Ist ja alles relativ einfach hier. Diesmal nicht so weiter wild, das Suchen war heute das Schlimmste. So. Hier ist die Medizin. Ich hoffe, sie kann euch helfen. Ich sorge dafür, dass sie verteilt werden. Ah ja. Das wird helfen. Weißt du denn, was da drin ist? Medizin, Infos, Waffen, das spielt keine Rolle. Alles ist nützlich, AJ. Man okay. Muss nur wissen, wie man es am besten verwendet. Naja. So, wir haben wieder einen Kopter. Damit könnte man sich überlegen. Den da würde ich als nächstes vielleicht nehmen. Oder wir. Ja. Gehen wir die Sache einfach mal an. Wir haben ja unseren Kopter, wir werden uns einfach um das Propagandazentrum jetzt kümmern. Wobei, die Zeit sagt mir, wir werden heute uns nicht mehr um Propaganda kümmern, weil die Zeit ist nämlich rum. Als solches, damit geht es dann beim nächsten Mal weiter. Wir machen ja ein bisschen Wildlife. Okay. So. Ihr seid nervig. So, wir bringen uns da oben mal in Sicherheit hier.
So. Also Propaganda-Zentrum, das nächste Mal, da werden wir die Sache da aufräumen. 63 Meter, da ist das Tier. Machen wir fertig und dann haben wir wieder eine Propagandamission erledigt. Wer Bock auf sowas hat, der ist morgen wieder dabei. Wer sieht da ist, Let's Play Far Cry 4. Und ich bin MacWurago und sag Servus und Ade.